Kapitel 2 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nachdem auf solchen Wanderungen manch reizend Flecken sich dem Jungen erschlossen, führte sein Begleiter auf nie zuvor betretenem Pfad in eines Morgens weit und weiter, aufwärts und abwärts, krumm und grad. Bald war kein menschlich Wesen rings und auch kein Haus mehr zu entdecken. Doch unaufhaltsam weiter ging's, schon türmte hinter öden Strecken sich des Gebirges steile Mauer, das Tal von Felsen eingezwängt, ward allgemach zur Schlucht verengt, und endlich, von des Marsches Dauer erschöpft, hätt Aladdin sich gerne zur Rückkehr wieder umgewandt. Sein Oheim aber sprach: Halt, stand, ist unser Ziel doch nicht mehr ferne, noch ein paar Schritte durch das Tal, was ich sodann dir zeigen werde, das wirst auf der gesamten Erde du nicht erspähen zum zweiten Mal. So setzten ihren Weg sie fort und kamen bis zu einem Ort, den riesenhafte Felsenwälle allseitig scheinen zu verrammeln. Der Oheim rief: Wir sind zur Stelle. Er hieß ihn trocknes Reisig sammeln, schlug Feuer, das bald lustig sprühte, warf Räucherwerk aus einer Tüte hinein und murmelte dann leise: Sobald sich Qualm und Schwefelduft verbreiten in dichtem Kreise, seltsame Formeln in die Luft. Da gab's ein Krachen und ein Beben, als stürzten Erd und Himmel ein. Zutage trat ein Quaderstein und in der Mitte dran zum Heben ein Ring aus Eisen. Aladdin, von Angst geschüttelt, wollte fliehen. Der Oheim aber hieb sogleich bei einem solchen Backenstreich, dass ihm der Kopf geriet ins Wackeln, und sprach: Mein Sohn, ich bin dir jetzt als zweiter Vater vorgesetzt. Kein Sträuben duld ich und kein Fackeln. Gehorch mir, und du wirst erproben, wie sehr sich's frömmt. An diesem Platz liegt ein für dich bestimmter Schatz, der, wenn du glücklich ihn gehoben, dich reicher macht als alle Reichen der ganzen Welt. Den Quaderstein darf niemand außer dir allein berühren, dir nur wird er weichen. Und richtig, als nach bangem Säumen der Bursch am Eisenringe zog, konnte er den Stein beiseite räumen, obwohl er 100 Zentner wog, und er gewahrte drunter Stufen nebst einer Tür. In diesen Schacht zu steigen bist nur du berufen, begann der Oheim. Drum gib Acht auf alles, was ich nun dafür zu deinem Schutze dir anempfehle. Geöffnet findest du die Tür, sie führt in drei gewölbte Säle. In jedem stehen vier große Becken voll Gold und Silber, doch lass ab, die Hand nach ihnen auszustrecken. Schütz auch den Kleid und gürt es knapp, denn streift es irgendwo die Wände, so musst du deinen Tod erwarten. An jenes dritten Saales Ende wird auftun sich dir ein Garten, bepflanzt mit Bäumen mannigfalt, in jeder voll mit Frucht behangen. Geh nur geradeaus, dann wirst du bald zu einer Treppe hingelangen. Ersteige sie getrost, sie mündet auf eine stattliche Terrasse, in einer Nische angezündet steht eine Lampe dort, die fasse. Verlösch sie, gieß die Flüssigkeit mitsamt dem Docht heraus, verhülle sie sorgsam unter deinem Kleid und bring sie mir. Wenn dich die Fülle des Gartens etwa lockt zu pflück auf deinem Weg hierher zurück, dir von Früchten nach belieben, und nun zu deinem eigenen Glück befolg, was ich dir vorgeschrieben. Er steckte noch für jeden Fall in einem Ring an seinen Finger, der werde sich als Hilfebringer bewähren stets und überall. So stieg denn Aladdin hinunter, die Seele fand er laut Bericht, berührte deren Wände nicht, kam in den Garten älter munter, hinan die Treppen zur Terrasse, sah Nische und Lampe dort, für streng nach Geheiß, damit er nur vom Auftrag keinen Punkt verpasse, und kehrte, nun er unterm Kleide die Lampe sicher hielt verwahrt, zum Garten um, o Augenweide, den Früchten von verschiedener Art trug leuchtend jeder Baum zur Schau, teils hell, teils dunkel, weiß und blau, rot, gelblich, violett und grün, und allesamt im bunten Scheine durchsichtig wie von innerem Glühen, es waren lauter Edelsteine. Da flammten, funkelten und brannten Türkise, Perlen, Diamanten, Smaragd, Rubin, Saphir und Topas, von gänzlich beispiellosem Werte. Doch Aladdin, der Unbelehrte, hielt sie nur für gefärbtes Glas. Er hätte lieber von den Zweigen sich süße Trauben oder Feigen gepflückt, als Spielzeug aber war der bunte Tand ganz annehmbar. Drum nahm er sich von jeder Sorte, so viel er in die Taschen zwang, schritt die drei Säle sacht entlang und kam zurück zur Eingangspforte. Den Oheim, der mit allen Zeichen der Ungeduld der Wache stand, bat er, zu Hilfe ihm seine Hand beim Ausstieg aus dem Schacht zu reichen. Der aber rief in grobem Befehlerton: Die Lampe her, du sollst sie haben nach Begehr, sprach Aladdin, sobald ich oben. Der Oheim schrie mit steter Steigerung: Die Lampe, doch voll Eigensinn blieb Aladdin bei seiner Weigerung. Wart bitte, bis ich oben bin. Des Oheims Wut ward ungeheuer, schnell goss er Räucherwerk ins Feuer, indem er eine Formel schnaubte,
Der Quader klappte drauf im Nu dem Aladdin grad überm Haupte wie eines Kastens Deckel zu. Wer wird aus diesem Oheim klug? Ein Bruder Mustafas? Behüte! Verwandtschaft, Rührung, Herzensgüte, was samt und sonders lug und trug, ein Zauberer war's, nicht hier geboren, nein, fern in Afrika daheim, und hatte diesen Vogelleim aus gutem Grund sich auserkoren, nachdem er nämlich festgestellt, durch Zauberei, dass in der Welt es eine Wunderlampe gebe, die zu der höchsten Macht erhebe, ja, geisterfähig sei zu binden, hatte er in einem Zauberbuch, nach manch vergeblichem Versuch, den Ort entdeckt, wo sie zu finden, und so von Habge angefacht, flugs auf die Reise sich gemacht. Doch weil ihm ein Gesetz verwehrte, selbst in das Schatzgewölb zu dringen, deswegen war vor allen Dingen einem Werkzeug auf der Fährte, das ihm dazu geeignet schien, sein Auge fiel auf Aladdin, als einen unerfahrenen Knaben. Wenn ihm die Lampe der geschafft, dann durch der Zauberformel Kraft, wollte er lebendig ihn begraben, damit er nichts davon verriete. Und nun, gescheitert war der Plan, die jahrelange Mühe vertan, statt des Gewinnes eine Niete. Vorzeitig hatte ja sein Zorn auf immerdar den Wunderborn mitsamt der Lampe zugeriegelt, und alle seine Kunst und List hätten ihn kein zweites Mal entsiegelt. So mit sich selbst in argem Zwist, von Grimm gefoltert und von Scham, vermied er es, länger zu verweilen, und reiste weiter 1000 Meilen, dahin zurück, woher er kam. Ende von Kapitel 2, gelesen von Elli, Oktober 2011.